Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir machen uns jetzt gleich mal mit Grauhaar auf den Weg zu Xardas. Bitte. Hier. Einen Moment, ich werde hier gerade voll gespammt. Bring mich zum Turm. Ja, ja, komm. So. Ich ärgere mich immer noch von der letzten Folge, dass ich mich natürlich nicht geheilt habe, obwohl dann fetter Eisgolem war. Ja, was kriege nur ich hin? Ich bin ein Idiot. Also wenn mir nochmal so was passieren muss, muss ich wenigstens nicht mehr so weit laufen. Dann habe ich wenigstens da oben gespeichert. Oh Mann, ey, unmöglich. Ich will mich jetzt nicht mit dem Mizetatten prügeln. Ach nee, ich muss mich mit den Goblins wieder schlagen. Na gut. Auf in den Kampf. Da, da. Ist mit euch. Da. Ich treffe hier keinen einzigen Goblin, ey. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Da. Da. Meine Fresse. Da. Seid ihr bald mal fertig? Nervt. So. Jetzt werde ich mich erstmal kurz wieder heilen. So, dass mir nicht wieder sowas passiert wie vorher. So. Oh, der hat ja gar nicht mal so viel Schaden gekriegt. Ja, lauf. Lauf, Wölfchen, lauf. Noch früh genug gelootet. Ich bin gut. Moment, habe ich irgendeinen Feuerzauber? Nee. Natürlich nichts, was ich gebrauchen kann. Dann muss ich einfach mal versuchen, schnell genug an den Rand zu kommen, um den mit Klingen kaputt zu hauen. Scheiße. Zack, 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 zack. Komm, ich verprügel dich. Scheiße, Eisgolem. Zack. So, wieder kurz heilen. Ich weiß nicht mehr, ob da noch andere Golems kamen, die mir das Leben schwer machen. Ich hoffe es zumindest nicht. Ich habe keinen Bock auf Golems. Die machen so viel Schaden. Ja. Grauhaar, du bist langsam. Wahrscheinlich schon etwas älter. Ja, schon wieder irgendeine Blutspur. Irgendein Viech ist da vorne anscheinend. Oh, warte mal. Ach nee, ist ein Schattenläufer. Obwohl, da könnte eventuell sogar der weiße Hetzer hier in der Nähe sein.
Zack, 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 zack. Spür meine Klingen, du. Zack. Ich kenn's ja schon aus dem aus Gothic 1, dass Xardas sich gerne mit Golems schützt. Ich meine, nur damals war das halt ja Eis, Feuer und ein Steingolem, ne? Scheint so, als wären wir angekommen. Lauf zurück. Ja, ciao. So, Grauhaar findet wohl den Weg. Und herzlich willkommen an Xardas Turm. Ja, das könnte das Skelett von dem untoten Drachen sein. So. Hauptsache, der hat hier einen Skelettdiener, einen untoten Diener, eher gesagt, rumstehen. Und er pennt da. Aber das Schwert war von Feuer umgeben. Und Innos war mit ihm. Und Innos sprach zu Roba: Steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Das stört den überhaupt nicht. Der pennt ganz gemütlich weiter. Kriegt nicht mal mit, dass ich da bin. Dann kann ich den auch einmal kurz hier ein bisschen bestehlen. Macht ihm doch sowieso nichts aus. Wir sind doch alte Freunde. Was haben wir denn hier noch so? Alchemietisch, eine Metalltruhe. Gibt's doch. Abgebrochen. Ach nee, den gibt er mir ja. Hier steht was über Alchemie. Ah, etwas, was ich noch nicht wusste. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas, was ich einsammeln kann. Zeitblase. Schlösser öffnen. Ja. Warte mal, was war denn nochmal? Zeitblase. Vor dem Helden entsteht eine Zeitblase, in der die Zeit langsamer abläuft. Okay. Wahrscheinlich unnötig, aber ich mache. So. Ich genug Mana. Cool. Gut, ich bewege mich jetzt allerdings auch langsamer, ne? Das ist. Jetzt bewege ich mich wieder normal. Da bist du ja endlich. Xardas, während ich wochenlang unterwegs war, hast du dich in einen Krieg eingemischt. Also wie wär's, wenn du mir einfach erzählst, was los ist? Gut. Seit langer Zeit arbeite ich an einem Plan. Seit wir in der Barriere gefangen waren. Seit dem Zeitpunkt, als Belia damals zu mir sprach. Was für ein Triumph wäre es für ihn gewesen, mich auf seiner Seite zu wissen. Einst der oberste aller Feuermagier. Nun ein Diener des dunklen Gottes. Zum Schein ging ich auf sein Angebot ein. Doch das Wissen, das er mir verlieh, nutzte ich gegen ihn. Ich habe alles für dich vorbereitet. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn ich sie dir erzählt habe, wirst du verstehen, warum es mir schwer fiel, ohne dich eine Entscheidung zu treffen. Wovon sprichst du? Erzähl mir mehr. Der Krieg der Götter währt schon lange. Aber er wird bald vorbei sein. Innos ist stark geschwächt und Belia ist mächtiger als je zuvor. Aber die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Du sprichst von der Entscheidung zwischen Innos und Belia. So wie ich das sehe, sind das zurzeit unsere einzigen beiden Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Einen anderen Weg. Doch dafür musst du mir die Artefakte Adanos bringen. Wo soll ich die Artefakte suchen? Die Orks suchen bereits nach den Artefakten. Ich habe ein Bündnis mit ihnen geschlossen. Alles, was sie finden,
wird nach Geldern gebracht und dort gelagert. Die Schamanen dort studieren jede Art der Magie. Sie haben längst einen Plan entwickelt. Sprich zu ihnen und lass dir alle Informationen geben, die sie haben. Was hat es mit den Artefakten auf sich? Es sind 5. 5 göttliche Artefakte. Sie waren im Besitz des alten Volkes. Das Volk ging unter. Doch ich bin sicher, dass die 5 Artefakte noch existieren. Jedes einzelne verleiht schon große Macht, doch alle zusammen. Ja? Wir reden darüber, wenn du sie gefunden hast. Ich leg mich hin. Okay. Wir können später noch reden. Hier oben, toll. Den Teleportstein. Bin ich doof? Ach, da liegt er doch, meine Fresse. So. Ich teleportiere mich jetzt erstmal zu König Roba. Xardas sucht die Artefakte Adanos. Die Adanos-Artefakte, dann ist es also wahr. Und unsere Feinde werden uns den Weg zeigen. Wovon sprichst du? Die Artefakte Adanos. Ich dachte, sie wären für immer verloren. Was weißt du über die Artefakte? Es heißt, dass Innos, dem Träger der göttlichen Artefakte, seine Macht verleiht. Du musst sie finden und nach Nordmar bringen, zum Kloster des Feuers. Und dann? Dann wird sich dir Innos offenbaren. Ich werde dir mein Zepter geben, das Zepter von Varant. Mit dem Zepter und dem göttlichen Artefakten wirst du seine Macht empfangen. Ich werde es dir geben, sobald du die 5 Artefakte gefunden hast. Wo finde ich die 5 Artefakte Adanos? Xardas lässt die Orks in der ganzen Welt danach suchen. Der Weg zu den Artefakten Adanos führt über die Orks. Sprich mit ihren obersten Anführern, tu, was immer notwendig ist und bringe die göttlichen Artefakte in deinen Besitz. Warte mal. Also, ich habe hier 1, 2... Drei. Vier. Eins fehlt noch, aber was fehlt denn da noch? Auch wenn ich schon dabei bin, kann ich auch einmal kurz zum Hallo sagen. Wo ist er denn? Da. Nee. Ach, der ist auch am Pennen. Warum sind die alle am Pennen? Komm. Verdammt. Was ist los? Ich leg mich mal kurz hin. So, jetzt müsste der, glaube ich, wieder auf dem Thron sitzen. Verdammt. Was ist los? Nö. Wo ist er denn? Was ist denn? Ah, da ist er ja. Xardas sucht die 5 Artefakte Adanos.
Das ist es also. Die Artefakte Adanos, die Macht der Götter. Verstehe. Was weißt du darüber? Die Artefakte Adanos öffnen das Tor zur Welt der Götter. Das Tor zu Beliar. Mit Hilfe der Artefakte kann er sich dir selbst offenbaren. Wenn du diese Artefakte im Tempel Beliars einsetzt, dann wirst du einen Teil seiner Macht empfangen. Vorausgesetzt? Vorausgesetzt was? Du besitzt den richtigen Fokus, um die Macht auf dich zu lenken. Was ist dieser Fokus? Mein Stab. Der Stab des ewigen Wanderers. Ich will dir ein Geschäft anbieten. Ah, haha, okay. Was ist das für ein Geschäft? Besorge du dir die 5 Artefakte Adanos. Dann werde ich dir den Stab des Wanderers geben. Und du kannst die Macht Belias empfangen. Verstehe. Ja, gut, dann brauche ich die ja gar nicht alle verprügeln. Ne? Das ist eine feine Sache. Ich muss mal schauen. Ich werde mich erstmal nach Nemora teleportieren. Und dann... Ja doch, die Stadt werde ich auseinanderprügeln. Ja. Das werde ich hier mit ein bisschen Hilfe machen. So, allerdings werde ich diese Folge jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, Leute.